Herzlich willkommen zu einem weiteren Miley Tech Video. Wir haben wieder was sehr, sehr, sehr Besonderes hier auf dem Tisch vor uns liegen, und zwar das Oppo Find X3 Neo 5G, 799 Euro. Gleich mal den Preis rausgehauen am Anfang. Und grau in grau. Stimmt, richtig. Also es sieht vielleicht ein bisschen unspektakulär aus, die Verpackung hier mit dem Grau. Ich finde es ja eigentlich ganz edel. Das ist wie so ein Stein irgendwie, ne? Man könnte ein Haus bauen aus vier verschiedenen Packungen. Ja, so ja. Oppo-Haus. Okay. Genau. Aber eins vorweg, bevor wir in die Verpackung gucken. Ich finde ja die Rückseite hammergeil. Ich finde auch das Design des Oppo Find X3 Neo gefällt mir richtig gut. Ne? Ja, sehe ich zu 100% genauso. Vor allem, man könnte denken, das wäre gar kein Glas, aber es ist Glas. Mhm. Es, kommen wir gleich dazu. Genau, kommen wir gleich dazu. Wir wollen ja hier in den A5-Karton reingucken. Genau, wir haben das Testgerät A5. Genau, vielen Dank an Oppo, die uns das Testgerät zur Verfügung gestellt haben. So, ich fange mal oben an. Du kannst dich nach unten durchbuddeln. So, ging es hier nochmal auf. Hier ging es auf. Wir haben im Lieferumfang Papierkram, ja, und eine Silikonhülle, womit wir das Smartphone verschandeln, um ehrlich zu sein, weil es ist so schön. Mhm. Obwohl ich sagen muss, das sieht immer noch tatsächlich ganz gut aus. Aber es ruiniert trotzdem ein bisschen das schöne, matte Smartphone auf der Rückseite. Aber ich finde, man kann das tatsächlich so nutzen. Es ist jetzt nicht komplett grottig. Das stimmt, das gefällt mir auch. Und beim Papierkram steht da meistens der SAR-Wert drin. Und da ich ihn gerade auch weiß, können wir ihn auch direkt mal verraten. Und zwar 0,99 Watt pro Kilogramm am Kopf und 1,28 Watt pro Kilogramm am Körper. Die SAR-Fans wird es freuen, dass wir beim ersten Wert sogar unter 1 sind. Mensch, ne? Und bis 2 ist problemlos möglich. Sehr gut. Dann machen wir mal mit etwas, was einen nicht verstrahlt, auf jeden Fall weiter. Und zwar dem Daten- und Ladekabel USB-A auf USB-C ist im Lieferumfang enthalten. Und ein Netzteil ebenfalls, denn der 4000... Jetzt kommt schon. 4000... Oh, sorry. Sorry. Ist da noch was drin? Ja. Also, okay. Das wollte ich eigentlich erst später rausholen und euch überraschen, aber gut. Ich weiß von nichts. Ich wusste gar nicht, dass da noch was drin ist, um ehrlich zu sein. Und zwar haben wir hier einen 4500 mAh großen Akku und der Netzteil kann 65 Watt. Und damit kann man auch das Smartphone laden. Das ist schon ziemlich geil. Ja, ne? Das ist wirklich geil. Und das ist schon jetzt auch nicht... Kein Riesennetzteil, auch kein mega kleines Netzteil, aber 65 Watt ist schon mal sehr, sehr gut. Super WUG 2.0. Und guck mal, ein Ohrenwärmer. Man erkennt das hier vielleicht. Over-Ear-Kopfhörer. Sieht ein bisschen so aus, das Symbol. Also finde ich aber auch schön, diese Details hier auch bei dem Ladekabel. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Kamera... Doch, man sieht es einigermaßen. Das finde ich cool. Also es sind so kleine Details, die wahrscheinlich nicht notwendig sind. Aber es sind Kopfhörer dabei. USB-C-Kopfhörer übrigens. Da wir keinen Klinkenanschluss haben. Was ich aber auch gerade sehe, wusste ich gar nicht, dass man an jedem einzelnen Verpackung auch CE-Zeichen anmachen muss. Das ist auch wichtig für die EU. Hier auch CE-Zeichen, CE-Zeichen, scheinbar. Ja. Nein. Kannst ja einzeln verkaufen vielleicht. Ja, stimmt. Das wäre eine Möglichkeit. So, das war's, wa? Das war's erstmal mit dem Lieferumfang. Jetzt schauen wir uns das Smartphone an. Marco hatte ja vorhin schon diese wunderschöne Rückseite gelobt und das kann ich auch nochmal sagen. Außer das CE-Zeichen, die Mülltonne, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nervt. Aber es fasst sich einfach so schön an. Also nicht nur wie betitel ich das? Ich glaube, man sieht es vielleicht sogar so ein bisschen so in der Kamera. Hat so eine gewisse Struktur auch. Man hört es vielleicht auch. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein, nicht Kunststoff, aber so... Wir hatten es mit Sandstein mal verglichen. Sandstein, danke schön. Genau. Ja. Und genauso ist, daran erinnert mich das auch. Das gibt ja eine andere Firma, die aus dem gleichen Hause übrigens kommt wie Oppo. Ein kleines Detail, daher können die das vielleicht auch so gut. Es fühlt sich einfach hammergeil an. Es ist Glas. Man merkt das auch von der Wertigkeit her. Man merkt das tatsächlich auch, wenn man mal so ein bisschen mit den Fingernägeln drauf rumklopft. Ich kratze drauf hier. Und man kann sich zur Not auch die Fingernägel damit machen. Nein, so scharf ist es nicht, aber es fühlt sich einfach richtig toll. Und es sieht auch gut aus. Also ihr seht das, glaube ich, auch ganz gut in der Kamera. Es hat so einen Farbverlauf dann von dunkel zu einem helleren Blau. Oder das Dunkle ist dann schon ein Grau hier. Es sieht in Natura noch besser aus als auf der Kamera. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Die Farbe heißt nämlich Starlight Black und es gibt noch Galactic Silver. Das wollte ich sagen. Es gibt auch noch eine silberne Variante. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viele Ausführungen. Wir haben hier 12 GB Arbeitsspeicher, LPDDR4X und... Nee, 256 GB UFS 3.1 wahrscheinlich Speicher, intern Speicher hier verbaut. Und es gibt auch nur diese Ausführung. Mehr Ausführung gibt es nicht, 799 Euro. Aber bei der Farbe könnt ihr eben auswählen. Und das war auch der Punkt, warum ich gerade die Hardware erwähnt habe, die eigentlich jetzt noch gar nicht zur Sache steht, aber weil wir gerade über die Farbe geredet haben. Sehr schöne Rückseite, eines der schönsten Rückseiten, die ich je hatte in meinem Leben. Inklusive Kamerabumper. Er ist zwar nicht außergewöhnlich vom Design her, aber er fügt sich unglaublich gut ein, finde ich. Auch matt, ne? Das finde ich auch cool, dass er nicht jetzt manchmal auch dann so einen glänzenden Bumper hin oder so. Ja, so einen matten. Genau, aber er ist halt schon anderes Material. Also wenn man da drüber fasst, das ist halt hier jetzt Metall wahrscheinlich.
Und auf jeden Fall matt. Genau, diese Kameralinsen, dass die alle drei gleich groß sind, finde ich super cool. Das ist einfach gut designt, muss man sagen. Also, wie gesagt, ist nichts Außergewöhnliches, ist auch nicht besonders dick, das ist auch nochmal ganz gut, das trägt nicht extrem auf, das ist schon mal super. Also Oppo, was Oppo auf jeden Fall kann, ist Design, und das haben sie beim Neo, finde ich, noch besser bewiesen als beim Lite und beim Pro. Das Pro hat ja eh ein außergewöhnliches Design, aber das sieht einfach wunderschön aus. Genau, IPX4 zertifiziert übrigens und nur 184 Gramm leicht. Also es fasst sich wirklich, also ich habe das sehr gerne in der Hand, dieses Mal. Genau, und 7,99 mm dick, also knapp 8 mm dick Stärke. Ist völlig in Ordnung und fühlt sich wirklich unheimlich gut in der Hand an. Ist wirklich recht schmal geraten, ist ein bisschen in die Länge gezogen, aber wirklich ein tolles Design. Können auch noch mal ein bisschen Glasrückseite. Glasfront übrigens gebogen, die Rückseite gebogen quasi, und die, ja, ja, und es biegt sich. Ja. Deswegen ist der Rahmen hier an der Seite auch sehr, sehr schmal. Metallrahmen übrigens, erkennt man auch wunderbar an den Antennenbändern. Und was ich halt auch wieder schön finde, dieses kleine Detail. Ja, also das macht Oppo wirklich gut. Der Powerbutton hat diesen kleinen grünen Akzent. Schön sieht's aus. Dann erzähl doch mal den Rest. Das war es aber auch auf der rechten Seite, was den Rahmen angeht. Dann haben wir eine flache Oberseite. Wir haben übrigens auch eine flache Unterseite. Ich glaube, du bist ja immer unser Experte im Balancieren. Aber heute kann ich es auch. Sogar du. Man kann sie stapeln sogar übereinander. Ja, aber immer hier so. Ne? Ja, das wäre auch eine Idee. So, wir haben hier ein internes Mikrofon, aber ansonsten haben wir nichts auf der Oberseite. Da leben wir sehr minimalistisch. Auf der linken Seite haben wir die beiden Lautstärke-Tasten. Das ist keine Lautstärke-Wippe, sondern sind individuelle Tasten. Sonst sind die ja meistens rechts. Ich kenne das ja immer so. Ne? Ja, nicht bei Oppo, aber ich bin auch nicht immer so ein großer Fan davon, wenn die gegenüber liegen, weil dann will ich den Bildschirm ausmachen und mache dann irgendwie einen Screenshot. Ne? Genau. Also das passiert mir nicht selten. Unterseite, da haben wir jetzt alles andere, weil sonst war ja gerade noch nicht viel los. Wir haben hier einen SIM-Kartenschacht, wir haben noch ein internes Mikrofon, wir haben einen USB-C-Port und einen Lautsprecher. Und dabei handelt es sich übrigens um einen von zwei Lautsprechern. Ach krass. Da kann man sich ja bei Oppo manchmal leider nicht so ganz sicher sein, müssen wir ja gestehen. Da haben wir auch schon manchmal Mono-Lautsprecher gehabt, wenn wir eigentlich Stereo erwartet hatten. Hier ist die Hörmuschel ist gleichzeitig noch der zweite Lautsprecher. Also nicht wie Xiaomi hier auf der Oberseite, sondern hier wird alles über die Hörmuschel gemacht. Genau. Die vielleicht dann auch ein bisschen, also ein bisschen leiser ist. Das hören wir uns gleich an. Aber wo übrigens auch noch eine 2 drin steckt, nicht nur bei Dual Speaker, sondern auch noch beim USB-C-Anschluss, das USB-C 2.0. Für die Datentransfer wichtig ist, das ist nicht der schnellste Port. Und dann kommen wir doch jetzt mal zur Front. Hier ist übrigens ein Screen Protector vorinstalliert. Finde ich bei so abgerundeten Seiten immer ein bisschen nervig, weil ich wische immer so von der Seite natürlich für die Zurückgeste. Dann habe ich das Gefühl, ich hobel mir den Finger ein bisschen ab oder ich habe irgendwann den Screen Protector weggeschoben. Finde ich nicht so geil. Aber es ist einer vorinstalliert. Man kann ihn natürlich auch wegmachen. Ist ja keine Pflicht, den aufzuhalten. Fingerabdruckscanner unter dem Display, wie ihr gerade seht. Genau. Was bedeutet das? AMOLED-Display haben wir hier auf jeden Fall verbaut. Aber es fällt vielleicht auch schon auf. Ich muss ein bisschen Akrobatik machen, um hier nach unten zu kommen, weil der Fingerabdrucksensor, der ist wirklich ganz knapp unter der... Macht Oppo immer so, ne? Ich würde mir wünschen, die würden niemals... Vielleicht halten wir Oppo-Smartphones falsch. Vielleicht muss man die anders halten oder so. Ja, vielleicht, wer weiß. Weil sie so leicht sind, dass man die einfach... Ja, also leicht ist... Also wie gesagt, ich habe mich schon wiederholt, den wiederholt mich leider immer wieder. Ich finde es geil. Also ja, es fühlt sich gut auch in der Hand an. Und es, zum einen durch die Rückseite, aber das Gewicht, alles drum und dran, ist wirklich super. Aber ihr habt jetzt auch schon gesehen, der Fingerabdrucksensor macht einen guten... zügigen Job bei dem 6,55 Zoll großen AMOLED 90 Hertz Full HD Plus Display. Display, genau. Und wir haben übrigens Corning Gorilla Glass 5. Das Design von der Front finde ich auch richtig geil, weil die Oberseite, dadurch, dass die flach ist, und die Unterseite, dass die flach ist, wirkt es wirklich anders als andere Smartphones. Da haben wir immer sehr, sehr weiche Kurven an den Ecken und hier sind die ein bisschen härter. Nicht so, dass es hier irgendwie drücken würde, es ist immer noch abgerundet, also keine scharfe Kante. Im Gegensatz zum Samsung Note 20, was ja dann doch ein bisschen härtere Kante hat, aber ich finde es ein bisschen an das Design angelehnt und ich finde es interessant. Ob es jetzt jedem gefällt, ist die andere Sache. Mir gefällt es tatsächlich. Ich finde, es gibt dem Ganzen irgendwie nochmal eine interessante Note. Die Seiten sind, wie gesagt, gewölbt. Ja, das wollten wir jetzt nicht. Die Seiten sind gewölbt. Sind aber nicht so krass gewölbt, dass irgendwie das Display hier rumgeht, sondern es ist mehr das Glas, was sich hier rumwölbt, als das Display selbst. Finde ich, sieht richtig gut aus. Und der Rahmen ist auch recht schmal insgesamt. Ja. Also oben und unten ungefähr auch gleich, finde ich, symmetrisch. Das mag ich ja immer, wenn ich das Kind dann größer ist. Und genau, und wirklich auch minimal. Links und rechts gefühlt ebenfalls genauso dick, dünn, wie auch immer. Ne? Ja, also dadurch, dass es natürlich sich wegwölbt, sieht es nach weniger aus. Aber also die Ränder, das muss ich sagen, ist hier wirklich beeindruckend. Und das ist halt ein 800-Euro-Smartphone. Wir gucken mal, ob es den Preis wirklich wert ist. Aber vom Design her, finde ich, passt es auf jeden Fall in die Kategorie. Da könnte es auch locker teurer sein, jetzt rein vom Design gesehen. Ja. Genau, vom Display finde ich es auch noch völlig vertretbar sogar. Genau, 90 Hertz, keine 120 Hertz, aber ein AMOLED-Display 90 Hertz, ganz ehrlich. Also,
Ich hätte natürlich auch noch WQHD reinhauen können oder sowas, aber ich finde es trotzdem. Also das, was ich so Minimum auf jeden Fall sehen will in der Preisklasse, ja, halt Full HD und AMOLED und 90 Hertz Minimum. Genau, also bei der Bildschirmgröße, bei den 6,55 Zoll, finde ich auch Full HD Plus völlig ausreichend. 402 ppi ungefähr, glaube ich, ja. Genau, also das ist schon mal super. Also Fingerabdrucksensor ist super. Display ist super, da gibt es nichts zu meckern. Nur die Position vom Fingerabdruckscanner nicht ganz. Ja, achso, genau, die Position, ja, da hast du natürlich völlig recht, aber wenigstens ist er nicht im Power-Button. Das stimmt, das ist schon mal ein Anfang. Genau, apropos auf den Tisch legen, das fällt mir nochmal ein, das macht man ja dann, wenn der Fingerabdrucksensor im Display ist. Es wackelt ein bisschen. Ja, also, obwohl es ein sehr, sehr schmaler Kamerabumper ist, es wackelt ein bisschen, von der Position her ist es nicht ganz ideal gelöst. Manchmal verstehe ich nicht, warum die Hersteller es zum Beispiel nicht quer machen. Würde es nicht so viel rumwackeln. So wackelt es ja, natürlich, aber sieht natürlich schöner aus, so muss man auch mal sagen. So, jetzt haben wir genug über Aussehen gesprochen, jetzt geht es mal an die inneren Werte, würde ich sagen. Okay, gerne, wenn du willst. Soll ich dir verraten? Snapdragon 865 haben wir hier verbaut als Prozessor. Und 12 GB LPDDR4 X RAM. Und 256 GB internen Speicher. Genau, gerne. Richtig, genau. Ganz ehrlich, Performance ist nicht schlecht. 865 ist ja auch ein Flaggschiff-Prozessor. Also nicht mehr nicht der 888, der aus dem letzten Jahr quasi der Flaggschiff-Prozessor, der 865, ja, aber reicht vollkommen aus. Ganz genau. Also das war halt das, wo man letztes Jahr 1000 Euro Smartphones mit bestückt hat. Man sieht auch hier schon, die Animationen laufen schön flüssig. Hier gibt es in dem Launcher übrigens auch den Google Newsfeed, finde ich immer gut, wenn es dabei ist und nicht irgendwie eine eigene Lösung gewählt wurde. 90 Hertz. Also die 90 Hertz machen hier einen guten Job. Jetzt gucken wir aber mal, wie das Ganze sich in Zahlen ausdrückt, wenn es denn um die Performance geht. Wir haben ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Und nach den Zahlen können wir noch ein bisschen was auf die eigenen Eindrücke hinzufügen. Aber man sieht hier schon, das ist ein sehr, sehr hervorragender Wert für diesen Prozessor. Ja. Weil das haben wir im letzten Jahr nicht mit jedem Snapdragon 865 bestückten Smartphone geschafft. Da haben wir die 700.000er Grenze, war eigentlich so das Maximum, was überhaupt irgendwie die krassesten Smartphones hinbekommen haben mit dem Prozessor, schafft hier das Neo. Hinweis, AnTuTu Version 9 nochmal für alle, die es interessiert. Aber wir haben ja 12 GB RAM, dadurch kann es natürlich auch nochmal eine größere Zahl geben. Das ist halt die Frage, wie es beim Geekbench 5 ist, falls du schon rüberspringen willst. Genau, oder ja, das ist ja völlig richtig. Das ist ja der wirklich den Prozessor testet, dieser Benchmark. Und da haben wir dann die 920 für den Single-Core-Score und die 3083 für den Multicore-Score. Ja, ist aber trotzdem auch schon wirklich ein guter Wert für den Snapdragon 865. Der 888 hatte jetzt beim Asus-Phone, glaube ich, 1100 und 3600, 3700 Punkte, genau, sowas in dem Dreh. Also ist natürlich schon noch mal ein Stückchen schneller. Braucht man das? Das ist die Frage der Fragen. Braucht ja, würde ich das behaupten, nein. Weil in der alltäglichen Nutzung mit dem Neo kann ich nur sagen, warum sollte ich jetzt 200, 300 Euro mehr ausgeben für ein Smartphone. Vor allem, dass sich dieses so geil anfühlt und so schick ist. Sorry, aber ich muss es immer wieder erwähnen. Also, das Display ist toll, die Performance ist mehr als ausreichend. Man kann natürlich sagen, ach man, aber ich will ja jetzt nicht einen Letztjahresprozessor haben. Verstehe ich jeden, der das sagt. Aber ganz realistisch betrachtet ist die Wahl mit dem Snapdragon 865 immer noch besser, meiner Meinung nach, als jetzt aus der 700er-Reihe irgendwie neueren Prozessor zu nehmen, nur weil er neuer ist. Aber der Letztjahres-Flaggschiff-Prozessor ist meiner Meinung nach auf jeden Fall gut genug. Genau, der große Unterschied ist eben, dass ihr dann auch selbst mit diesem Smartphone, mit dem Letztjahres-Prozessor eben auch dann Videos bearbeiten könnt, problemlos Fotos bearbeiten könnt, ohne längere Wartezeiten. Oder auch, was ich ganz gerne mache, Videoschnipsel als GIF erstellen, oder wie man es nennt, umkonvertieren. Und das mache ich auch meistens mit einem Smartphone. Es geht dann halt dann eben auch schneller. Also ich würde auch lieber zum 865 greifen, als zum neuen 700er aus der 700er-Reihe oder so. Ganz genau. Also Performance auch absolut okay. Wichtiger Punkt natürlich, der da direkt anknüpft, Akkulaufzeit. Genau, das war auch gerade mein Gedanke. Ne? Da haben wir ja auch noch den PC-Mark-Akkutest durchlaufen lassen und wir haben ja hier auch nur einen 4500 mAh großen Akku verbaut. Zum Glück haben wir 65 Watt Schnellladen. Ich glaube, nach 35 Minuten oder so hat man den Akku dann auch schon wieder voll. Aber natürlich sagt man, 4500 mAh, das hört sich jetzt nicht so gut an. Das Positive ist aber dann wiederum, dass wir hier keine WQHD Plus Auflösung haben, sondern nur Full HD. Aber trotzdem 90 Hertz. Und trotzdem 90 Hertz, aber keine 120. Also deswegen, das Display ist genau da, wo ich es gerne hätte, ne, so Minimum. Und es kommt eigentlich dem Akku zugute. Aber jetzt sehen wir schon den Wert. 9 Stunden und 9 Minuten. Das war schon ein bisschen traurig, wo ich es gesehen habe, um ehrlich zu sein. Ja, also die Akkulaufzeit ist da nicht das, womit das Neo so glänzen kann. Währenddessen ist vom Design her, ich finde auch, das Display und die Leistung sind in Ordnung. Die sind gut, sind jetzt nicht absolute Top-Kategorie, aber sind sehr, sehr gut.
Der Akku ist es ehrlich gesagt nicht. Also bei intensiver Nutzung wird man eine Zwischenladung brauchen. Ist einfach so. Ja, genau. Deswegen verstehe ich es auch, dass sie nicht zu WQHD gegriffen haben. Dann genau, also vielleicht hätte man an der Stelle dann doch ein bisschen das Smartphone dicker machen sollen, schwerer. Ein bisschen schwerer machen sollen für einen wenigstens 5000 mAh großen Akku, damit man bequem durch einen Tag kommt. Weil ein Tag ist für mich immer das Minimum, alles darüber hinaus ist Bonus, weil ich lade sowieso über Nacht. Apropos Laden. Ja. Du hast ja gesagt, man kann sehr schön schnell kabelgebunden laden. Was ich gerne über Nacht mache, ist einfach auf ein total langsames, kabelloses Ladepad mein Smartphone packen, damit der Akku ganz gemütlich sich wieder volllädt. Geht jemand nicht. Es geht nicht, weil das sagt, oh, ich will noch schnelle Ladepads, sondern es sagt, weil es will gar keine Ladepads. Und das finde ich für 800 Euro schade. Mehr als schade, um ehrlich zu sein. Also das... Ich weiß, es ist nicht jedem wichtig. Wir haben ja oft genug in den Kommentaren stehen, aha, kabelloses Laden, ich brauche das nicht. Dann ist das Neo vielleicht, dann ist es kein Minuspunkt für euch. Für mich ist es ein ganz schön dicker Minuspunkt im sonst wirklich hervorragenden Gerät, was wir hier vor uns haben. Das finde ich wirklich schade. Also für 800 Euro will ich kabelloses Laden haben. Selbst wenn es nur 10 Watt wäre, würde ich mir jetzt zufrieden geben. Es muss ja keine 50 Watt kabelloses Laden haben, aber das... Ist leider schade. Da gebe ich irgendwann vollkommen recht. Aber wir gleich nachher, also demnächst im Fazit, wenn wir eh nochmal alles zusammen erzählen und dann unsere Gesamtnote geben. Da gibt es ja auch ein paar Punkte, die positiv sind. Aber reden wir erstmal weiter. Und zwar, was haben wir noch? Die Lautsprecher haben wir nämlich noch. Genau. Über die können wir ja auch nochmal kurz reden, beziehungsweise was abspielen. Und dann, also lass uns mal reinhören und dann können wir erwähnen, was wir so davon denken. Ist nicht schlecht. Nö, schlecht finde ich ihn nicht. 800 Euro würde ich schon noch sagen. Ja, ist in Ordnung. Aber der untere Lautsprecher ist schon ein gutes Stückchen stärker als der in der Hörmuschel. Mhm. Ich finde, er klingt bei hohen Lautstärken nicht ganz so klar. Er verzerrt da so ein bisschen das Ganze. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr respektabler Lautsprecher. Also es ist kein schlechter Lautsprecher. Auch die beide Lautsprecher machen hier einen guten Job. Aber es ist halt schon ein Stückchen unter dem, was man teilweise auch für 800 Euro bekommt. So, und wenn wir jetzt hier gerade nochmal auf die Front gucken, das Punch-Hole hatten wir ja schon erwähnt gehabt, da ist übrigens eine 32-Megapixel-Kamera verbaut. Auch gar nicht so dick, ne, das Punch-Hole, Entschuldigung. Ja, nein, aber es ist auch nicht das kleinste. Das stimmt, aber es sind 32 Megapixel. 32 Megapixel, die wollen ja erstmal reinpassen. Ne? Und dann haben wir auf der Rückseite natürlich ein sehr schönes Kameramodul mit 4 Kameras. Das ist krass, oder? Wo ist die vierte? Die vierte ist da oben. Ah, das ist die Makro übrigens, 2 Megapixel. Ah, das hast du dir gemerkt. Wir haben dann aber hier eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 60-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 13-Megapixel-Telekamera. Ich finde, das klingt vom Setup her besser als das ein oder andere Flaggschiff. Nur die Makro-Kamera hätte man rauslassen können. Das verstehe ich gar nicht, warum die reingemacht haben. Weil designtechnisch passt sie eh nicht rein. Ja, warum haben sie überhaupt reingenommen? 2 Megapixel auch noch. Also ja, mal gucken, wie die Ergebnisse aussehen. Ich weiß es ja schon. Du weißt es, aber ihr wisst es noch nicht und in diesem Video erfahrt ihr es auch nicht. Sorry. Wir verlinken euch dann oben das Kamera-Review. Sollte es noch nicht online sein, dann geht das in Kürze online. Dann erfahrt ihr alles nochmal zu den Kameras. Ja, das Kamera-Setup klingt sehr, 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 sehr gut. Es ist aber nicht in jedem Aspekt perfekt, aber schaut das andere Video, dann erfahrt ihr da alle Details zu. So viel erstmal zu der Hardware der Kameras. Das soll jetzt auch erstmal an der Stelle reichen. Ich würde sagen, es ist trotz alledem Zeit für ein Fazit. Genau, richtig. Und zwar haben wir hier übrigens auch noch, bevor ich zum Fazit komme, Bluetooth 5.2, Android 11 und ColorOS 11.1. Softwaremäßig bin ich auch sehr zufrieden übrigens. Ne? Ja, also ColorOS macht wirklich einen sehr, sehr guten Job. Ist sehr, sehr anpassbar mit unserem Lieblings-Skin für Android vergleichbar mit MIUI. MIUI ist immer noch unser Favorite. Ja. Xiaomi, Leute, ihr braucht nicht weinen, aber... Wir hassen Stock-Android. Du doch auch, oder? Aber ColorOS macht hier wirklich einen sehr, sehr guten Job. Ist wirklich absolut ansehnlich. Endlich werden sie alle wie
Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Benutzeroberfläche, genau richtig. Weil Stock Android mögen wir nicht. Möchte ich nochmal kurz erwähnen. So, genau, Fazit. 799 Euro für 12 GB RAM. 256 GB internen Speicher. Das hört sich auch schon mal richtig gut an. Den dafür. Snapdragon 865, ja, genau. Okay. AMOLED-Display, Full HD+, 90 Hertz. 90 Hertz. Wir haben ein schönes, kleines auch ein bisschen, 6,55 Zoll ist jetzt auch nicht super klein, aber es wirkt schon kleiner als andere Smartphones, die wir gerade so getestet haben mit 6,8 Zoll oder sowas. Ja. Schön leicht, eine richtig geile Rückseite, richtig geiles Design. Also für alle, die gerne ein leichtes Smartphone nicht zu dick haben wollen und sagen, okay, dafür verzichten wir auf das eine oder andere an Akkukapazität, zugreifen auf jeden Fall. Performance ist auch immer noch Spitzenklasse, reicht vollkommen aus. Ja. Also ich habe da nicht viel zu meckern. Natürlich, wie wir es von Oppo kennen, ist der Preis manchmal so ein bisschen hochgegriffen. Wenn so ein richtiger Schnapper wäre es für 700 oder so. Ja, genau. Ja? Es fühlt sich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen so an, weil man halt solche Sachen hat wie 90 Hertz Display und nicht 120 Hertz. Weil man Snapdragon 865 hat und nicht den 888. Aber nur 4500 Akku. Genau. Das Einzige, was ich dem Smartphone wirklich ankreiden würde, ist der Akku. Alles andere sehe ich nicht als Problem. Ich verstehe, wie gesagt, jeden, der sagt, letztes Jahres Sachen findet er doof, verstehe ich total. Aber es ist für mich tatsächlich kein Argument, weil das Gerät absolut top ist und einfach die Sachen sehr gut zusammenbringt, abgesehen vom Akku. Aber mit diesem Design macht es das tatsächlich für mich wieder weg. Beim Akku zweites größeres Problem, kein kabelloses Laden. So. Genau. Aber das war es dann aber auch wirklich mit meinen Kritikpunkten. Damit hast du auch meine Kritikpunkte genannt. Ich glaube, mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Haben wir eigentlich schon in den SIM-Karten-Chart reingeguckt, fällt mir gerade so ein? Nein, das haben wir diesmal gar nicht gemacht. Das machen wir diesmal mal ausnahmsweise am Ende mit dem Oppo Pin. Es ist ein 5G-Smartphone übrigens, falls wir es noch nicht erwähnt hatten. Aber ich glaube, es hat man beim Namen schon erwähnt, wenn ich mich irre. Und was, wie viel? Zwei Nano-SIM-Karten. Zwei Nano-SIM-Karten, genau. Okay. Keine Speichererweiterung, auch braucht ihr auch nicht unbedingt bei 256 GB internen Speicher. Ganz genau. Also, ich kann das Oppo A5 empfehlen. Mein Spaß. So. Nee, also, wie gesagt, ihr habt ja unsere Meinung gehört, glaube ich. Wolltest du noch was hinzufügen? Ich weiß es jetzt gerade. Nein, außer zu den Kameras, wie gesagt, schaut das andere Video, da erzählen wir euch darüber ein bisschen mehr und dann könnt ihr euer finales Urteil auch selber fällen und das hinterlasst gerne unten in den Kommentaren, denn wir würden auch gerne wissen, was ihr über das Smartphone denkt. Was sind für euch No-Go-Sachen? Was ist aber vielleicht für den Preis für euch auch sehr, sehr attraktiv an dem Smartphone? Ich kann auch nochmal sagen, das fühlt sich geil an, ne? Und vor allem, und was wir auch noch gar nicht erwähnt haben in diesem Video ist, ihr könnt uns super gerne abonnieren, falls ihr das möchtet, dann verpasst ihr solche wunderschönen Videos hier nicht. Und wenn ihr einen Kommentar schreiben möchtet, könnt ihr auch super gerne das Video hier liken oder disliken, wie ihr möchtet. Macht's gut. Bis dann. Phew.